Unsere Tiefkühlabteilung ist ein wichtiger Bestandteil unseres Unternehmens. Wir haben beim Umbau im Februar die Abteilung um knapp 30% erweitert. Der Lohn dafür sind ca. 10% mehr Umsatz als im Vorjahr. Menschen sind enorm wichtig. Einmal müssen wir uns jeden Tag überlegen, welche Artikel zeigen wir in dieser sehr, sehr teuren und knappen Abteilung. Dabei hilft uns eine KI. Wir haben eine Flop-Quote von 80-90% im deutschen Lebensmittelhandel für jede Neueinführung. Und es ist eine Riesenherausforderung, festzustellen, welcher neue Artikel lohnt sich. Und es kommen tatsächlich bis zu 100 Tiefkühlboxen in der Woche auf der kleinen Fläche, die verräumt werden müssen. Sicherlich wird es auch exotischer. Man kann nicht den gleichen Artikel breit zeigen, sondern wir gehen in die Tiefe mit wachsender Fläche. Wir haben also sehr viele Sortimente aufgenommen, die wir vorher so nicht hatten. Wir haben asiatische Sortimente aufgenommen. Fertiggerichte ist ein Riesenthema. Gerade auch der Bereich Eis boomt. Wir haben sehr viele vegane Produkte aufgenommen, laktosefrei, glutenfrei, Trendprodukte. Also wenn ich zugreife, Fisch, ich esse sehr gern Fisch und Gemüse, Tiefkühlgemüse, das ist so mein Ding.